Im laufenden Jahr, da hatten wir schon mitbekommen, dass da irgendwas im Busch ist. Denn wir mussten alleine für die wie heißt, Finalproben 10 verschiedene Weine einreichen. Und man hat uns dann auch durch Herrn Payne mitgeteilt, dass der Kabinett und die Auslitte des Jahres von uns gestellt werden. Und vielleicht, um sicher zu sein, dass wir dann eben auch den Termin freihalten und nach Mainz kommen. Und da ist uns dann eben eröffnet worden, dass wir nicht nur diese beiden Auszeichnungen bekommen, sondern dass eben die Spätlese 10 Jahre gereift auch aus unserem Hause kommt und man dann die fünfte Traube uns zugestanden hat. Und dann das Größte war natürlich dann die Auszeichnung Winzer des Jahres. Und für mich selbst war das ja eine Auszeichnung just in time, denn ich habe ja kurz vorher den Betrieb übergeben und es war mein letzter Jahrgang in Verantwortung. Und das heißt nicht, dass wir oder dass wir in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten und ich mich ganz zurückziehen würde, aber ist eben ein Schnitt. Und ja, für mich war es letztendlich dann auch der Ritterschlag, denn was erträumt sich ein Winzer mehr, als das einmal zu erreichen? Und wie war das für Sie? Ja, für mich hat das mich in erster Linie total für meine Eltern und speziell für meinen Vater eben gefreut, dass seine jahrelange, jahrzehntelange Arbeit eben so wertgeschätzt wird. Also das, ja, war ein schönes Gefühl. Und dann zwischendurch habe ich so gedacht, oh, jetzt wird der Druck auf mich aber ein bisschen größer. Aber dieses Gefühl, würde ich sagen, macht nur 10% aus und 90% sehe ich das als absolutes Glücksgefühl an und auch wirklich positiv als Motivation, genau unseren Weg so weiterzumachen und eben nicht nach jeder Modernität zu gucken oder was gerade im Trend ist mit Weinabverkauf und so weiter, sondern eben den Wein so in dem Stil, wie es typisch für Mosel-Saruwer ist, weiterhin zu erzeugen und das ist, ja, das macht ja dann auch Mut, so dabei zu bleiben. Und Sie haben schon gemerkt, dass die Nachfrage nach der Auszeichnung deutlich gestiegen ist. Ja, das kann man so sagen. Also ich habe zu unserer Mitarbeiterin gesagt an diesem ereignisreichen Tag, naja, weil wir das ja mit dem Kabinett und der Auslese wussten, habe ich gesagt, naja, vielleicht kannst du dann anstatt einen halben Tag, einen ganzen Tag da bleiben, könnte ja sein, dass ein paar mehr Anfragen kommen. Ja, das ist bis heute so geblieben. Also es ist wirklich toll, wie viele Leute sich für uns interessieren, für die Region interessieren, speziell Mosel-Saruwer und die Saar. Das ist wirklich großartig zu sehen und ja, das macht einfach nur Spaß. Also wir kommen fast mit der Arbeit nicht hinterher, aber lieber so, als dass sich keiner für uns Und interessieren die würde. prämierten Weine sind alle ausverkauft. Ja, leider, leider. Aber wir haben ja immer noch, also wir haben noch ein paar wenige aus dem 15er-Jahrgang. Aber das Schöne ist eben auch, dass wir ja noch über eine doch gut gefüllte Schatzkammer verfügen und Klar, somit Christian. auch noch ein paar feine gereifte Weine im Keller sind. Aber wir haben zum Beispiel auch noch ein paar 14er Weine und das war ja auch ein toller Jahrgang. Also es lohnt sich doch noch hier hinzukommen.